Auf der ganzen Welt finden zurzeit wirklich seltsame Ereignisse statt, von denen du wahrscheinlich nichts weißt. Manche können erklärt werden, während andere so rätselhaft sind, dass selbst die besten Historiker, Archäologen und Wissenschaftler sie nicht entschlüsseln konnten. Die massiven Felsen, aus denen das englische Stonehenge besteht. Niemand weiß, wie sie dorthin gekommen sind, obwohl die Menschen damals nicht einmal wussten, was das Rad ist, weil es noch nicht erfunden war. Neuere Funde, wie der größte bekannte Dinosaurier-Fußabdruck, die Überreste der echten Mona Lisa und ein seltsamer Obstkuchen, der seit Hunderten von Jahren in der Antarktis eingefroren war, haben Experten einfachere Erklärungen geliefert. Aber unabhängig davon, ob wir wissen, wer, warum und wie diese Entdeckungen gemacht wurden, sollten wir sie zur Kenntnis nehmen. Hier sind 10 Entdeckungen aus aller Welt, für die die Experten noch keine Erklärung haben. Nummer 1. Die Baigong-Rohre. Auf der Spitze eines Berges befinden sich 3 rätselhafte, dreieckige Öffnungen, die hunderte von alten rostigen Eisenrohren beherbergen. Und das in einer Gegend Chinas, in der es noch nie Menschen, geschweige denn Industrie gegeben hat. Einige der Rohre sind tief im Inneren des Berges vergraben, andere enden in einem nahegelegenen Salzwassersee. Weitere Rohre befinden sich im See und noch mehr verlaufen in Ost-West-Richtung entlang des Ufers. Einige der größeren Rohre haben einen Durchmesser von 40 cm, sind gleichmäßig groß und in scheinbar absichtlichen Mustern angeordnet. Was genau ist also die große Sache? Archäologen glauben, dass die Rohre aus einer Zeit stammen, in der die Menschen noch nicht wussten, wie man Fleisch kocht, geschweige denn Eisen gießt. Obwohl sie älter sind als Zeus, sind die Rohre frei von Ablagerungen. Das deutet darauf hin, dass sie nicht einfach nur so in den Boden geworfen wurden, sondern dass sie für etwas genutzt wurden. Oh, und haben wir schon erwähnt, dass der Berg völlig lebensfeindlich ist? Wie üblich glauben einige, dass es sich bei den Baigong-Rohren um eine uralte astronomische Anlage oder möglicherweise um eine von Außerirdischen hinterlassene Startrampe handelt. Das ist denkbar, denn die Rohre enthalten eine ähnliche Kieselsäurekonzentration wie der Mars. Nummer 2. Die Hobbits von Flores. Als 2003 auf der indonesischen Insel Flores die 18.000 Jahre alten Knochen des Flores-Mannes, der eigentlich eine Frau war, entdeckt wurden, nahmen Wissenschaftler an, dass sie ursprünglich zu einem Menschen gehörten, wenn auch zu einem sehr kleinen. Laut dem Smithsonian Magazine war der Schädel weniger als ein Drittel so groß wie der unsere. Spätere Entdeckungen zeigten, dass die Knochen zu einem Homo floresiensis gehörten, einer eigenen archaischen Menschenart, die nach dem Aussterben der Neandertaler existierte. Wegen ihrer elfenhaften Statur nannten sie die primitive Frau Hobbit, nach Herr der Ringe. Viele Skeptiker bestreiten jedoch, dass ein Hominoide mit einem so großen Gehirn die komplexen Werkzeuge hätte entwickeln können, die in der Nähe entdeckt wurden. Nummer 3. Das Voynich-Manuskript. Ein etwa 240-seitiger mittelalterlicher Kodex, der in einer unentzifferbaren Sprache verfasst ist und voller seltsamer Bilder von Pflanzen, nackten Frauen und astrologischen Symbolen steckt, hat Historiker, Kryptographen und Physiker fast 600 Jahre lang vor ein Rätsel gestellt. Das Voynich-Manuskript lässt sich nicht klassifizieren, geschweige denn begreifen. Trotzdem gibt es immer wieder Forscher, die behaupten, es entschlüsselt zu haben. Erst letzten Monat kam ein Anthropologe am Foothill College in Kalifornien zu dem Schluss, dass es sich bei der Schrift um einen vulgären lateinischen Dialekt handele, der in einer obskuren römischen Kurzschrift geschrieben wurde. Anfang dieses Jahres veröffentlichte Jared Cheshire, ein Wissenschaftler an der University Bristol, eine Studie in der Zeitschrift Roman Studies, in der er meinte, dass die Schrift ein Mischmasch aus protoromanischen Sprachen darstelle. Jede Behauptung wurde jedoch von anderen Spezialisten zurückgewiesen oder widerlegt. Im Falle von Cheshire hat die University Bristol eine Pressemitteilung zu seiner Arbeit zurückgezogen, nachdem andere Experten sie heftig kritisiert hatten. Laut dem Physiker Andreas Schinner könnte das Voynich-Manuskript pures Gift für eine wissenschaftliche Karriere sein, weil es bei der Untersuchung immer die Möglichkeit gibt, einen lächerlichen Fehler zu machen. Das Einzige, was wir laut forensischer Untersuchung sicher wissen, ist, dass der Text aus dem 15. Jahrhundert stammt, als Bücher noch handgemacht und knapp waren. Herkunft und Zweck sind jedoch nach wie vor unbekannt, was es unmöglich macht, Aussagen über seinen Inhalt mit anderen historischen Materialien zu belegen. Nummer 4. Die Bagdad-Batterien.
Sie sind eine Sammlung von Gegenständen, die in Mesopotamien in den ersten Jahrhunderten nach Christus entdeckt wurden. Das war ungefähr die Zeit, in der Gozer the Gozerian durch die Lande zog, sich in alles verwandelte, was du dir vorstellen konntest, und dich dann verschlang. Als man die Batterien entdeckte, nahm man an, dass es sich nur um typische alte Tontöpfe handelte. Aber diese Vorstellung zerschlug sich schnell, denn jede einzelne enthält einen Kupferstab mit Anzeichen von Säurekorrosion. Das bedeutet, dass die Töpfe höchstwahrscheinlich eine Flüssigkeit enthielten, die mit dem Kupfer reagierte und eine elektrische Ladung erzeugte. Wenn sie echt sind, sind sie hunderte von Jahren älter als die älteste bekannte Batterie. Das ist ja alles schön und gut, aber was haben sie mit den Batterien gemacht? Es ist ja nicht so, dass wir dort ständig antike Camcorder ausgraben. Durch einige Steinreliefs, die als Dendera-Licht bekannt sind, vermuten manche, dass es sich um elektrische Lichtbögen handelt, die von so etwas wie den Bagdad-Batterien gespeist werden müssen. Andere halten diese Theorie für unsinnig. Andere wiederum glauben, dass die Batterien genutzt wurden, um Dinge mit Gold zu galvanisieren oder dass die Batterien benutzt wurden, um Menschen zu schocken und den Eindruck zu erwecken, sie hätten mystische Kräfte. Nummer 5. Jenseitiger Krater in Sibirien. 1949 entdeckte ein Geologe einen geheimnisvollen Krater in Irkutsk. Wissenschaftler konnten die Ursache nicht endgültig klären. Zunächst dachte man, es handelt sich um einen Meteoriten, während andere Hypothesen über Atomexplosionen, UFOs und Neutronensterne aufstellten, die sich durch den Planeten gegraben haben. Andere sagen, der Krater habe tödliche Kräfte. Der Patomsky-Krater, benannt nach einem lokalen Fluss, wurde von dem russischen Geologen Vadim Kolpakow entdeckt und besteht aus einem kreisförmigen Hügel mit einem Durchmesser von 160 Metern und einer Höhe von 40 Metern. In der Mitte des eingedrückten Zentrums befindet sich ein kreisförmiger Hügel, der über 10 Meter hoch ist. Er sieht aus wie ein Adlernest mit einem Ei darin, was ihm den Spitznamen Feueradlernest einbrachte. Die Einheimischen warnten Kolpakow vor dem Krater, da er angeblich eine böse Macht besäße und jeden töten würde, der ihn betritt. Kolpakow war furchtlos und schaffte es bis zur Spitze. Leider starb der Leiter einer Reise zum Krater 2005 kurz darauf an einem Herzinfarkt. Kolpakow war der Erste, der vorschlug, dass der Krater von einem Meteoriten verursacht wurde, aber er konnte keine Proben sammeln, um seine Theorie zu bestätigen. Bei neueren Expeditionen konnten Proben gesammelt werden, die viele der Erklärungen, die seit Kolpakows Entdeckung auftauchten, ausschließen. Nummer 6. Der Polonnaruwa-Meteorit. Seit vielen Jahren ringen Forscher darum, die Existenz von Leben außerhalb der Erde zu verstehen. Es gibt keine Beweise, aber der Fund des Polonnaruwa-Meteoriten in Sri Lanka gab Anlass zu mehreren Theorien. Experten, die dieses felsige Objekt entdeckten, erklärten, dass es sich eher um einen Meteoriten als um einen Stein handelte. Im Inneren des Objekts wurden einige Zellen und versteinerte Kieselalgen entdeckt, doch andere sind skeptisch. Daraufhin untersuchten einige Teile des Objekts und fanden heraus, dass es sich bei dem vermeintlichen Meteoriten in Wirklichkeit um ein irdisches Gestein handelt, das durch einen Blitzschlag entstanden ist. All diese hin- und hergehenden Debatten zeigen eines: Die Wissenschaft kann nicht alle Fragen beantworten. Nummer 7. Die Tore der Hölle. Das Höllentor ist nicht nur Turkmenistans beliebtestes Reiseziel, sondern auch ein seltsames Rätsel, das die Wissenschaft seit fast 5 Jahrzehnten in Atem hält. Der turkmenische Erdgaskrater Darwaza brennt seit Jahren unaufhörlich. Angeblich begann alles, als sowjetische Ingenieure den Ort entdeckten und glaubten, darunter Ölvorkommen zu finden. Als sie jedoch mit dem Graben begannen, entdeckten sie zur Überraschung ein Erdgasloch. Der Boden stürzte schließlich ein und bildete einen riesigen Krater, aus dem große Mengen Methangas austraten. Um zu verhindern, dass sich das Gas in den angrenzenden Gemeinden ausbreitet, beschlossen sie, den Krater in Brand zu setzen, in der Hoffnung, dass das Gas in ein paar Wochen abbrennt. Leider ist das Feuer bis heute nicht gelöscht worden. Verschiedene Versuche, den Ursprung des endlosen Infernos herauszufinden, blieben erfolglos. Aber im Januar 2022 wies der turkmenische Präsident die Behörden an, eine Lösung zu finden, um das seit langem lodernde Feuer zu löschen. Also müssen wir einfach abwarten. Nummer 8. Namibische Feenkreise. Seit mehr als 50 Jahren erforschen und diskutieren Ökologen das Rätsel der Feenkreise in der Namib-Wüste. Kreisförmige Bereiche mit weitgehend unfruchtbarem Boden, die sich über 1800 Kilometer des rauen Graslandes erstrecken.
Im wunderschönen afrikanischen Land gibt es die berühmte Kalahari-Wüste und die Namib-Wüste, aber letztere macht viele Wissenschaftler seit Jahren ratlos. Das liegt vor allem an den riesigen Erdringen in der Namib-Wüste, die von der Vegetation begrenzt werden. Die Einheimischen bezeichnen diese Ringe als Feenkreise, da sie glauben, dass Feen dafür verantwortlich seien. Die Gräser, die in der Namib-Wüste in Kreisen wachsen, sind zu einer beliebten Touristenattraktion geworden. Wissenschaftler glauben, dass sie von Termiten verursacht wurden und haben mit verschiedenen Wüstenböden experimentiert, um diese Behauptung zu untermauern. Aber eine wirkliche Erklärung für diese Kreise haben wir bis jetzt immer noch nicht erhalten. Nummer 9. Camarel, siebenfarbige Erde. Die siebenfarbigen Erden auf Mauritius sind eine bemerkenswerte geologische Besonderheit, die zeigt, dass Braun nicht die einzige Farbe von Erde ist. Diese kaleidoskopischen Dünen, die von Wald umgeben sind und sich in den Farben Rot, Braun, Violett, Grün, Blau, Lila und Gelb ausbreiten, entstanden durch einen seltenen Zusammenfluss vulkanischer Aktivität, der eine Vielzahl verschiedener Komponenten mit jeweils charakteristischen Farbtönen zusammenbrachte. Die Farbbänder entstehen durch ein bemerkenswertes Phänomen, bei dem sich verschiedene Sandpartikel auf wundersame Weise zusammenlagern und Bereiche mit rotem Eisen oder blauem Aluminium bilden. Eine weitere Besonderheit der Dünen ist, dass sie trotz der starken Regenfälle nicht zu erodieren scheinen. Nummer 10. Das Grabtuch von Turin. Könnte dies das Grabtuch von Jesus sein? Manche halten es für möglich. Das berühmte Stück Stoff ist ein jahrhundertealtes Leinentuch, auf dem ein gekreuzigter Mann abgebildet ist. Während das ursprünglich sepiafarbene Bild des Gesichts einigen zweifelhaft erscheinen mag, weist das Schwarz-Weiß-Negativ davon zweifellos eine starke Ähnlichkeit mit Jesus Christus auf und der verstorbene Papst Pius XII. Stimmte 1958 zu. Die einzige Frage ist, ob das Leinen echt ist oder das Produkt eines geschickten Künstlers, was immer noch diskutiert wird. Inzwischen ist das Grabtuch von Turin in der Kathedrale St. Johannes dem Täufer in Turin ausgestellt. Sag uns, was du zu all diesen Rätseln zu sagen hast, unten im Kommentarbereich.